In der Welt hat sich eine schreckliche Umweltkatastrophe ereignet. Die Ozonschicht ist zerstört und die Sonnenstrahlen sind so gefährlich geworden, dass die Menschen mit Regenschirmen auf die Straße gehen müssen. Außerdem haben die Staaten beschlossen, dass jedes Land seine Bevölkerung um 20% reduzieren soll. Kanada hat einen speziellen Dienst eingerichtet, der für die geplante Bevölkerungsreduzierung durch freiwillige Euthanasie zuständig ist. Ein Ehepaar, Charles York und seine Frau Dawn York, will sich an dem neuen Regierungsprogramm beteiligen. Bevor er stirbt, möchte er seine Kinder zu einem Abschiedsessen versammeln. Als erster trifft sein ältester Sohn Jared ein, ein Anthropologe der Regierung. Er unterstützt die Idee, die Bevölkerung um 20% zu reduzieren. Ihm folgen seine älteste Tochter Rachel, CEO eines Pharmaunternehmens, und ihre Tochter Mia. Zu ihnen gesellt sich ihr Adoptivsohn, der jedoch drogensüchtig ist. Außerdem Ashley, die davon träumt, eine große Schauspielerin zu werden. Während eines Trinkspruchs entschuldigt sich der Familienvater bei seinen Kindern dafür, dass er nicht genug Zeit mit ihnen verbringt. Nach dem Essen fragen die Kinder ihren Vater, warum sie heute Abend alle zusammen sind. Und Vater Charles gibt zu, dass er und seine Frau Dawn sich freiwillig der Sterbehilfe unterziehen wollen, was die Stimmung anheizt. Er behauptet, dass die Behörden im Begriff sind, ein Gesetz zur erzwungenen Sterbehilfe zu verabschieden und dass er seine Nachkommen retten will, indem er sein Leben der Regierung zur Verfügung stellt. Jared erklärt seinem Vater, dass das Gesetz nur für ein Familienmitglied gilt und nicht für weitere. Aber da ihre Familie eine privilegierte Familie ist, gilt es nicht einmal für sie. Der Vater meint, sie könnten das Risiko nicht eingehen und bleibt bei seiner Meinung. Dann fragen sich die Kinder, warum Dawn das braucht. Sie antwortet, dass sie die Nähe zu ihrem Mann braucht. In den Nachrichten wird über die Aufregung über das Regierungsprogramm und die neuen Freiwilligen in dieser Woche berichtet. Ein Vater erfährt, dass sein Sohn No einen Job angenommen hat und mit einer ehemaligen Drogenabhängigen zusammen ist, von der der Sohn sagt, dass sie einen positiven Einfluss auf ihn hat. Dann geht er in die Küche und findet einen Zettel seiner Frau, auf dem sie ihm mitteilt, dass sie ihre Meinung geändert hat. Wenige Augenblicke später klopft Bob, ein Angestellter des Sterbedienstes, bei dem sich der Vater heute angemeldet hat, an die Tür. Bob wird hereingelassen und teilt ihm mit, dass einer der Freiwilligen geflohen ist und sie die Prozedur absagen müssen. Bob bittet Charles, mit ihm unter vier Augen zu sprechen und die Absagepapiere zu unterschreiben. Nachdem er die Papiere gelesen hat, beschließt er, sie nicht zu unterschreiben, da die Folgen der Absage ungeheuerlich sind. Bei Sonnenuntergang versammelt sich die Familie, um sich von ihrem Vater zu verabschieden. Er teilt ihnen mit, dass das Erbe zu gleichen Teilen unter allen aufgeteilt werden wird. Dann injiziert Bob Charles eine tödliche Dosis Narkotikum. Der Leichnam wird zum Auto getragen und Bob teilt der Familie mit, dass der Abschied sehr rührend war, dass sie aber gemäß den Bedingungen eine zweite Leiche benötigen. Bewaffnete Männer vom Dienst betreten das Haus und Bob sagt, dass die Familie noch etwa 2 Stunden Zeit hat, um zu entscheiden, wer Dawns Platz einnehmen wird. Jared versuchte, die Verwaltung anzurufen, aber Bob sagt, er habe für alles gesorgt und die Störsender würden funktionieren. Sie zwingen Mia, in ihrem Auto zu sitzen, bis die Situation geklärt ist. Er erzählt ihnen, dass ihr Vater eine Verzichtserklärung hätte abgeben können, dies aber nicht getan hat, weil dann die Konten von ihm und seiner Frau eingefroren und ihr Eigentum beschlagnahmt worden wären. Doch laut Bob war die größte Angst ihres Vaters, dass sein Name auf der Liste der Feiglinge landen würde. Jared versucht, mit Bob zu verhandeln, aber er bleibt unnachgiebig. Die Familie fragt sich, was passieren wird, wenn sie keine Entscheidung treffen. Bob antwortet, dass sie dann ihre eigene Entscheidung treffen werden. Alle Familienmitglieder gehen in verschiedene Zimmer. Ashley möchte mit jemandem online Kontakt aufnehmen, stellt aber fest, dass das Netz wegen Störsendern nicht zugänglich ist. Ashley liest auch die Post ihres Vaters und erfährt etwas. Dann versammelt sich die Familie im ersten Stock und Jared schlägt Noah vor. Erstens ist er adoptiert und zweitens ist er schuld an einem tödlichen Autounfall. Ashley wiederum schlägt Jared vor, weil er ein schlechter Mensch ist und seine Familie für eine Frau verlassen hat. Noah ist noch nicht bereit, sich vom Leben zu verabschieden, denn er hat gerade die Liebe gefunden und sieht zum ersten Mal in seinem Leben eine Zukunft für sich. Die Familie fragt sich, wie der Dienst entscheiden wird, wen er töten soll. Bob antwortet, dass sie die zuverlässigste wissenschaftliche Methode haben, das Los. Rachel fragt auch, ob sie die Prozedur unbedingt durchführen müssen oder ob eine Leiche ausreichen würde. Bob antwortet, dass es ausreicht, wenn sie die Leiche aufgeben. Nachdem Bob gegangen ist, erzählt Rachel der Familie, dass sie sich nicht sehr nahe stehen und sich nur sehr selten sehen. Danach sticht sie mit einem Messer auf Noah ein. Er hat nur Ashley auf seiner Seite, da sie sich seit ihrer Kindheit gut verstehen. Rachel erklärt Ashley, dass sie sich mit den beiden zusammentun und ihren Bruder festnageln muss, wenn sie sich ihren Traum erfüllen will.
Ashy gibt Rachel das heruntergefallene Messer zurück und gibt damit ihr Einverständnis. Ashy sagt, sie habe über den Computer im Arbeitszimmer herausgefunden, dass ihr Vater der Familie der Frau, die bei dem Unfall gestorben ist, 3 Millionen gezahlt hat, damit sie die Anklage gegen Noah fallen lässt. Er schwört, nichts davon gewusst zu haben. Der Bruder erkennt, dass sie ihre Meinung nicht ändern können, schlägt alle drei und rennt in ein anderes Zimmer. Er schreibt eine Abschiedsnachricht an seine Freundin und wirft das Smartphone aus dem Fenster. Dann erscheint eine Verbindung und die Nachricht erreicht ihr Ziel. Noah rappelt sich auf und geht ins Erdgeschoss, wo er eine Gabel auf dem Boden findet und mitnimmt. Noah findet dann Ashley, die sich in ihrem Zimmer versteckt und ihren Bruder davon überzeugt, dass sie ihn nicht töten wollte. Er verzeiht seiner Schwester und sagt ihr, sie solle hinter ihm bleiben, falls sie plötzlich angreifen. Als sie das Zimmer verlassen, lenkt Ashley Noah ab, indem sie ihm ihr Kindheitsbild an der Wand zeigt, damit Jared und Rachel ihn von hinten angreifen können. Doch Noah wehrt sich wieder erfolgreich. Ashy will mit all dem nichts zu tun haben und rennt weg. Noah verwundet Rachel mit einer Gabel und entwaffnet Jared. Doch in diesem Moment schlägt Ashley ihn von hinten nieder. Plötzlich hören sie eine Stimme von der Straße und rennen aus dem Haus. Sie erkennen, dass Noahs Freundin Grace angekommen ist und nach ihrem Freund sucht. Sie nimmt alles mit ihrer Handykamera auf und stellt fest, dass ein Chaos herrscht. Trinity bittet sie, es jemandem zu melden. Grace rennt daraufhin weg, wird aber erschossen. Die Geschwister kehren in das Haus zurück und erkennen, dass sie Noah doch töten müssen. Denn wenn er vom Tod seiner Freundin erfährt, würde er es sich anders überlegen, ob er weiterleben will. Aber sie sehen, dass er das nicht getan hat, woraufhin das Licht im Haus ausgeht. Das Trio entdeckt ihren Bruder, der sie aus Wut über den Tod seiner Freundin Grace angreift und jeden von ihnen verletzt. Er versuchte, die lügende Ashley zu töten, aber Rachel bittet ihn, sich für seine Schwester zu opfern. Jared bietet daraufhin sein eigenes Opfer an, da er der Älteste ist und eigentlich auf die beiden aufpassen sollte. Ashley ist schließlich bereit, sich ebenfalls zu opfern, weil sie eine heuchlerische Verliererin ist. Die Zeit läuft ab, Bob betritt das Haus und findet Ashleys Leiche in der Mitte des Raumes. Aber es stellt sich heraus, dass alles nur ein Spiel ist und die Familie York nimmt Bob und seinen Mann als Geiseln. Bobs Männer gehen ins Haus und Bob befiehlt ihnen, ihre Waffen abzugeben, da er sonst getötet werden könnte. Daraufhin verliert Ashley das Bewusstsein und Bob wird betäubt. Als Bob aufwacht, stellt er fest, dass er und seine Männer gefesselt sind. Bob bietet an, den Fall geheim zu halten. Er ist bereit, Ashleys Leiche zu akzeptieren, die unter einem Laken liegt. Und dann werden sie gehen. Rachel sagt, ihre Schwester sei tot, aber sie sei es nicht unter dem Laken. Daraufhin hebt Rachel das Laken an und zeigt ihm die Leiche des Mädchens aus seinem Dienst, das Grace erschossen hat. Dann sehen wir die nächste Szene, in der Noah für seine gesamte Familie, einschließlich Dawn und dem Publikum im Saal, Klavier spielt. Am Ende sehen wir einen Bericht über Grace und Ashley, beste Freunde, die sich freiwillig für die 40. Woche des Bevölkerungsreduktionsprogramms gemeldet haben. Wenn Sie mehr Videos wie dieses sehen möchten, abonnieren Sie den Kanal und geben Sie ihm ein Like. Bis demnächst. Bis Nordfindwestern und...